Herr Allemann, Sie haben uns zum Expertenmeeting Karosserie und Lack ein Karosserie-Richtsystem mitgebracht. Was ist das Besondere an Ihrem System? Das Besondere ist an dem System, dass es eine Weiterentwicklung ist für das Reparieren von außen, also die Außenhautreparatur. Wir haben da ein Gerät auf kleinstem Raum, ein Arbeitsplatz für zwei Anwendungen, für Stahl und für Aluminium. Wir haben hier eine Fernsteuerung, dass man am Fahrzeug selber die Stromstärke verstellen kann, die Parameter verändern, der Reparatur entsprechend. Wir haben hier Werkzeuge wie so Brücken aus speziellem Aluminium mit Carbonverstärkung. Diese Verstärkungen sind drin, damit wir auf Leichtbauweise dann auch eine Stabilität herbringen. Die Füße sind aus speziellem Kunststoff und sind so gebaut, dass sie sehr stabil sind, aber flexibel, wie das man das hier sieht, an dieser Stelle da. Das heißt also, Sie können der Kontur des jeweiligen Blechteils folgen, ohne es irgendwie zu beschädigen, einzudrücken. So ist es, ja. Dann haben wir weiter den Universalpuller. Da kann ich so am Fahrzeug arbeiten. Die Ergonomie stimmt mir so. Oder ich kann auf dem Fahrzeug arbeiten. Dann drehe ich den Griff so her und habe dann den Vorteil, dass ich weniger ermüde. Dann Massenverbindungen, das ist eine Weiterentwicklung mit einer Klemme, die ist selbst einstellend, die kann ich hier einstellen oder ich kann sie da an den Bolzen nehmen. Das ist auch eine Komponente, was sehr wichtig ist. Mit den Massen haben wir immer mit dieser Reparaturmethode Probleme gehabt. Mit den Bits hier, mit den gedrehten Bits oder dann mit den quer, mit den flachen Bits. An der Kante nach nimmt man diese Bits und in der Fläche kann man mit denen arbeiten und dann kann man Dorn reinschieben. Und dann nimmt man die Brücke hier und dann zieht man das hoch. Wir haben hier die Linie, da haben wir hier die Bolzen aufgesetzt und da auch. Und dadurch auch. Und sie haben hinten keine Durchbrände. Das ist enorm wichtig bei diesem System.